Mit Valeo wechseln Sie Ihren Kraftstofffilter mit Leichtigkeit. Für den Kraftstofffilterwechsel benötigen Sie Lappen, Handschuhe, eine Auffangschale, einen passenden Bandschlüssel, den neuen Filter. Öffnen Sie die Motorhaube und lokalisieren Sie den Filter. Ziehen Sie die elektrischen Anschlüsse vom Filter ab. Lösen Sie die Kraftstoffschläuche. Lösen Sie die Befestigungsschrauben am Halter. Entnehmen Sie den Halter zusammen mit dem Filter. Stellen Sie die Auffangschale unter den Filter. Schrauben Sie vorsichtig den Drucksensor aus dem Filter und entleeren Sie den Kraftstoff. Schrauben Sie den Filter vom Halter ab und entleeren Sie ihn komplett. Auf dem neuen Filter ersetzen Sie die Schutzkappe durch den Drucksensor. Schmieren Sie die neue Filterdichtung mit dem Kraftstoff ein. Verwenden Sie kein Fett. Schrauben Sie per Hand den neuen Filter auf den Halter. Mit dem Bandschlüssel drehen Sie noch eine Viertelumdrehung weiter fest. Drehen Sie nicht weiter. Ziehen Sie die Schrauben des Gestells fest. Verbinden Sie die elektrischen Anschlüsse wieder und schließen Sie die Kraftstoffschläuche wieder an. Entriegeln Sie das Lenkradschloss und schalten Sie die Zündung ein oder folgen Sie der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn ein paar Minuten laufen, bis er seine normale Leerlaufdrehzahl erreicht hat. Überprüfen Sie, dass es kein Leck im Kraftstoffsystem gibt. Entsorgen Sie den alten Kraftstofffilter nicht in den Restmüll. Bringen Sie ihn zu Ihrem Händler zurück. Valeo empfiehlt den Kraftstofffilterwechsel nach 30.000 Kilometern oder nach Herstellervorgabe.